Situation, sag ich mal. Die tun mir mal noch hier, wenn es so 10 Watt sind, da werden wir auch schon mit zufrieden. Ne? Denke ich mal. Oder wenn es ein bisschen mehr als so wie 100 Watt in Calypso, das wäre schon eine ganz, ganz feine Sache. Und wie gesagt, ne, das ist ja alles bezahlt, Lizenz und so weiter. Und ich denke mal, wenn das hier in Niedersachsen möglich wäre, dann werden wir die letzten Nein sagen würden, glaube ich. Ne? Nee, nee, das wäre sehr schön. Wir haben ja auch vor, da noch ein bisschen was zu machen, dass es hier in Deutschland, glaube ich, nie gegeben hat. Und nicht das Ganze mal auf Stereo zu machen. Da haben wir auch so ein paar Versuche gemacht, aber das ja, so eine Lizenz macht halt alles keinen Sinn. Wir als Pirater und ja zugehen, ich glaube, das ist ein relativ kurzer Spaß, aber das hat irgendwie doch nichts mehr. Nee, das wollen wir auch nicht, dann kaufen wir uns das teure Equipment und letzten Endes so. Gibt's so Besuch und dann ist es auch weg. Ja, meine Geschichte. Ja, nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Naja, okay, ja. Das, wie gesagt, so ist erstmal der Zwischenstand, also in Holland top, in Deutschland flop. Ja, in England ist ja auch, da ja. Auch schon ein paar, wenn du vorne im Sinne da mit einem KW, das ist natürlich schon die Leistung und die Leistung hier auch sehr schön rüber. Aber in Holland sind es schon bis 100 Watt. Ja, ich würde mal sagen, ist mal so ein Wunschleistung, ne? So. Ja, ja. Mindestens so. Ja. Okay, 100 Watt wäre toll. Ja, vielleicht kommt das auch mal bessere Zeit, das müssen wir mal überlegen. Laut Internet war mal so eine Überlegung sogar da, aber hat sich bei unserem Antrag dann nicht bestätigt. Ja, ich muss gedacht, wir machen das Interview. Na, wir haben das ja mal versucht und ja, genau. Dann waren wir immer weiter auf der 60-70 Programm hier von Studio 97.1. Studio 97.1, live aus dem Ort in Feuerauer. Ja, ich denke, dieses kleine Interview hat auch ganz deutlich gezeigt, dass es hier in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, so eine Sender aufzubauen und wie einfach das dort in Nachbarländern ist. Vielleicht würde sich Deutschland da mal ein Beispiel nehmen. So düster und schwarz es auch bei der Mittelwelle hier in Deutschland aussieht, sieht es der Pedro anders. Er sieht die Welt etwas bunter. Er denkt bunter.